So, jetzt kommen die neuen Gefangenen an. Haben wir 19 dann. Also kriegen noch einmal 5 dazu. Mal 24 haben wir dann alle Zellen belegt. Das ist dann schon mal ganz gut. So, die Räume brauchen natürlich... Da haben wir bei weitem nicht alle eine. Weisen wir die erstmal für uns Zellen aus. Und weil ich nett bin, bekommt ihr in die Isolationszelle sogar ein Stück. Unglaublich, ich weiß. Jeder hat mal einen spendablen Tag, würde ich sagen. Bette kriegt ihr auch noch, damit ihr mir nicht auf den Boden scheißt. Ganz blöd, wenn das passiert. So, die großen Luxuszellen hier unten haben die Toilette direkt an der Stelle, wo man reinschaut. Und die schweren Türen. Für Serien nicht gerne schau. Na, ganz klar bei mir die Superhelden-Serien. Also. Die Superhelden-Serien, also so wie Flash, Arrow, Agents of S.H.I.E.L.D., Daredevil ist zum Beispiel auch sehr gut gewesen. Das ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung. Alucard und Marv kann man natürlich auch als Serie gucken. Ja. Da kommen ja auch immer ein Haufen wie bei den beiden. Weiß auch nicht, was die denken. So, dann hätte ich jetzt gerne einen Sicherheitschef. Das mache ich, indem ich jetzt hier 1, 2 Büros noch einrichte. Und die dementsprechend Lücke. Als Chef hat seinen Schreibtisch direkt vor der Tür. Und wer auch immer hier arbeitet, der arbeitet hier. Immer wenn ich einen Raum baue, wo quasi direkt hinter der Tür das Pult ist, muss ich merkwürdigerweise, ich glaube, an das zweite Mass-Effekt denken. Wenn ihr sagt, what? Denn das für eine Assoziation? Das liegt daran, dass man auf der Citadel in diesen Sicherheitsraum reinkommt und dann direkt hinter der Tür wirklich der Wachmann sitzt. Das hat sich so eingebrannt. Ja klar, Gotham schaue ich auch übrigens sehr, sehr gut. Oh ja, danke für den Tipp. Hellen zu. Wäre sinnvoll, sonst hauen wir die Jungs dann noch ab. So, haben wir hier wieder Versorgungsprobleme? Nee, das ist einfach nur noch nicht jetzt. Hier? Naja, das ist auch nicht interessant. So, dann brauchen wir einen Vorarbeiter. Der darf hier arbeiten. Aber da muss ich warten, bis das Büro quasi fertig ist. Da will ich jetzt nicht vorab starten. Mann, ist das schmutzig hier. So, Reinigung dauert noch 5 Stunden. Warte mal, was bekomme ich noch so viele? Ich habe nur noch 2 Zellen frei. So, wäre nicht mehr als eigentlich notwendig. So, da haben wir jetzt schon jemanden in Einzelhaft. Bevor der sich hier jetzt alles irgendwie den Nagel reißt, schnappen wir uns das mal weg. So, den auf, solange wir arbeiten. Falsch geklickt. Den machen wir auch normal, weil wir jetzt quasi fertig sind in dem Bereich. So.
So, ist noch irgendwas dringend notwendig? Wir haben... Achso, hier. Einen Sicherheitschef. Der gleich einen Plan abliefert, was hier abgeht. Und der Vorarbeiter, dass der hier gleich nochmal ein bisschen organisieren kann. Essenstechnisch passt es im Moment eigentlich. Die beiden Köche machen gute Arbeit. Spannend, ob die... Warte mal, ich habe hier noch einen Übergangsteil. Da kann ich eigentlich doch noch ein paar dazu. Nummer 7. Können dann hier auch versorgt werden. Sind halt nur dann da. Dann brauchen wir Gehwegplatten. Comics angesteckt. Ey, das ist doch gar nicht schlecht. Was für Comics liest du denn gern? Kannst du mir ja dann sicherlich beantworten. Einen Lieblingscomic hast du oder so. Etwas, was wo du sagst, oh, ein Must-Have-Comic. Ich übrigens auch ein paar. Ja, und wirklich gut. Sense 8 habe ich noch gar nicht gesehen. Sagt mir gar nichts. Was machen wir denn jetzt? Ein paar Handelbänke. Damit meine Leute sich hier so ein bisschen aufpumpen können. Laufen wieder relativ schnell Amok. So, ich könnte wieder ein paar Kredite aufnehmen. So, Zellenblock A. So, wir brauchen noch... Achso, das habe ich sogar schon. Zellenblock B. 50. Ja, das ist das Kiste, was ich dann mache. Gefängnis, Wartung, Reinigung, Gartenpflege können wir noch nicht. Besuchsrecht. Baue ein Besuchszimmer, platziere mindestens 3 Besuchertische. Baue einen Gemeinschaftsraum, platziere einen Billardtisch, 2 Fernseher, 5 Telefonzellen. Wir wissen, warum die sich alle hier am Eingang kaufen. Einen Besuch. Baue mindestens 3 Besuchertische. Oder noch mehr. Noch eine ganze Menge weitere. Nochmal eine ganze Ladung. Ganz gut. Mache ich dann aber erst. So, kann ich jetzt schon den Metalldetektor bauen? Ja, hier. So, dass die dann hier gleich versucht werden. So, Stationierung ist noch nicht fertig. Wird noch geforscht. 2,5 Stunden. Wachen, 24 Häftlinge, noch geht es, aber wenn jetzt die ganzen anderen kommen, dann könnte es hier ein bisschen eng werden. Ich glaube, da haue ich hier nochmal einen Serviertisch dran. Und noch eine weitere Sitzgelegenheit hier unten. Deadpool hat auch einige richtig coole Comics. Ich finde vor allem witzig, dass bei Deadpool es so ist, dass er einfach ja, weiß quasi, dass er in einem Comic ist. Da ist er ja sehr so, sehr bewusst darüber, über die Tatsache, dass das so, noch vielleicht 2 Metalldetektoren. Bevor ihr hier von Essen kommt, haben wir noch Metalldetektoren. Dass die
sie auf jeden Fall hier gut durchgecheckt werden. So, noch ist die Küche ausreichend. Oh ne, stimmt gar nicht. Warum nicht? Fehlt. Vielleicht brauche ich noch einen Koch. Das wäre die Idee. So. Ja, hoffentlich stellt ihr sie dann richtig auf. Also kann da überhaupt keiner durch. Ja. So. Woher kriegen? Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Stromzähler selber, ja, drei Blöcke frei, das geht. Der Deadpool-Film wird super, kann ich jetzt schon sagen. Ryan Reynolds spielt wieder mit, er spielt wieder Deadpool. Ich habe schon gelesen, dass es eventuell die Möglichkeit gibt, dass Hugh Jackman, unser Wolverine, einen Auftritt feiert. Wäre natürlich auch schon cool. Oh, hier, Hausmeister. Vielleicht mal welche einstellen. Hier ein bisschen sauber machen. So, dann brauchen wir noch einen Buchsraum und Telefonanlage. 3, 4, 5. Okay, das haben wir. Dann brauchen wir einen Billardtisch und drei Fernseher. Und wo mache ich denn jetzt hier den... Beton ist einfach dunkel. Ah, die sind alle durchleuchtet, also kein Problem. Und mit der Tür. Das ist doch schade. Die werden trotzdem. Ja, also, Hauptsache gescannt. Das ist das, worauf es an. Oh, wir haben die Stationierung freigeschaltet. Sehr schön. So, dann. Brauchen wir Wachen? So, die kann ich nur in Räume platzieren. Ja, dann brauche ich wahrscheinlich Reifen. Einsamer Bereich. Reiner Personalbereich. Hier. Okay. Auch. Auch ein reiner Personalbereich. Beiden auch. Ganze. Der ganze Trakt hier quasi. So, die Küche ist kein Personalbereich, weil da später auch andere Leute mitarbeiten können. So, weil wir das freigeschaltet haben, kommt jetzt als nächstes Reife, damit ich die Leute dann da auch hinsetzen kann, dass sie da so ein bisschen backen. Micromanagement auch gleich und ein Arzt auf. Ich lese vor allem die Marvel Comics Sammlung. Da gibt es so ein schönes Abo, das ich mir geholt habe. Und da sind ein Haufen Marvel Comics dabei. Echt ehrlich, das ist so viel, das kannst du alles gar nicht lesen, was da kommt. Und da kommen halt so quasi Marvel Best Of. Das, was halt wirklich, wirklich die Highlights der ganzen Marvel Comics. Und sehr, sehr cool. Die der Comics sind auch so. Nicht nur das Let's Play von Deadpool, sondern auch die Comics. Also die sind auch richtig, richtig witzig. Brauchen noch einen Gemeinschaftsraum für meine Knastis. Setze ich denn den hin? Hier in der Nähe vom Hof wäre gar nicht. Eine Mindestgröße. Puppenraum. Da gibt es keine Mindestgröße.